Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Herzlich willkommen zu unserem Ostergottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Heute feiern wir, dass unser Gott den Tod überwunden hat. Heute feiern wir, dass er lebt und auch jetzt in unserer Mitte ist. In unserer Freude über Jesus und in unserer Liebe zu ihm sind wir heute miteinander verbunden. Und wir dürfen wissen, dass wir auch mit Millionen anderen Christen auf dieser Welt heute unseren Herrn und Erlöser feiern und ihn anbeten. Wenn du dir diesen Gottesdienst anschaust, dann mach es dir gemütlich, lehn dich zurück, vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Und lass uns heute ganz bewusst auch unser Herz öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir dürfen heute vor unseren Vater kommen als seine geliebten Kinder. Viele von euch haben in der letzten Woche den Gemeindebrief erhalten mit einer Kerze von uns. Wenn ihr diese Kerze habt oder auch eine andere Kerze in eurem Haus, dann drückt doch kurz Stopp und nehmt sie euch zur Hand. Die werdet ihr später noch brauchen. Wir wollen auch Danke sagen an all die, die sich in den letzten Wochen bei uns gemeldet haben. Manche von euch waren berührt von einem der Videos oder vom Online-Gottesdienst. Andere wollten sich einfach bedanken und uns ermutigen. Und es ist immer so schön von euch zu hören und es ist auch so schön zu sehen, wie Gott in dieser Zeit wirkt. In diesem Gottesdienst erwartet uns Lobpreis von Kaya Hermann mit ihrem Team und eine Predigt von unserem Pastor Matthias Neumann. Außerdem werden wir kurze Videoclips sehen von Menschen, die ein Statement geben zu der Frage, was macht mir Hoffnung? Auf all das dürfen wir gespannt sein. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, dass wir heute deine Auferstehung feiern dürfen. Du bist mitten unter uns. Und wir sind so dankbar für all das, was du schon getan hast in unserem Leben. Wir sind so dankbar, dass du lebst und wirkst. Ja, du bist erhoben und du regierst. Wir wollen dich heute erheben über unser Leben, über unsere Stadt, in dieser Welt. Und wir wollen dir Danke sagen. Amen. Bin, will ich dich loben mit meiner Stimme.
Kreuz bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung. Bist du nah? Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Liebe Freunde, liebe Friedenskirche, kannst du auch nicht mehr? Kannst du nicht mehr deine Freunde treffen? Kannst du nicht mehr deine Familie besuchen? Kannst du keine mehr umarmen? Okay, ich kann auch meine Frau mit Mundschutz küssen, wobei, okay, das geht ja auch ohne. Das ist irgendwie wie ein großer Felsklotz, der zwischen dem steht, was wir gerne wollen und zwischen dem, was wir nun können. Und wir kommen irgendwie gar nicht drum rum und wir kommen gar nicht drüber hinweg. Nichts geht mehr. Und das an Ostern. Ich kann nicht mehr. Das heißt ja, mir ist alle Freiheit genommen. Das heißt ja, ich kann nicht mehr, was ich eigentlich will. Ich kann. Das heißt, ich bin frei. So lautet nach Edith Stein die kürzeste Definition von Freiheit. Ich kann, der Mensch kann, du kannst. Und dann merken wir in dieser Zeit, was wir auf einmal alles nicht können, was uns alles verwehrt ist. Nicht mehr reisen, keinen Sport mehr machen, kein Fußball, kein Volleyball, kein Fitnessstudio, keine Konzerte besuchen. Und was mache ich samstags nachmittags ab 15.30 Uhr? Das fühlt sich irgendwie für mich seltsam frei an, jetzt diese Zeit. Hättest du jemals gedacht, dass du deine Schule vermissen wirst? Hättest du jemals gedacht, dass du deine netten Arbeitskollegen, deine netten Arbeitskolleginnen im Büro vermissen wirst? Zumindest so ein bisschen. Und umso länger alles dauert, umso anstrengender ist es. Ich kann nicht mehr. Im Tod hat diese Aussage ihren Höhepunkt. Da geht dann wirklich nichts mehr. Da haben wir dann überhaupt keine Freiheit mehr zu entscheiden, ob wir etwas wollen oder etwas nicht wollen. Alle Freiheit ist beerdigt. Und das spüren wir ja gerade in dieser Zeit. Darum ist diese Zeit ja auch für uns so ernst. Er kann längst nicht mehr. Er, Jesus, um den sich heute an Ostern alles dreht. Er, der Prophet. Er, der Menschenfreund. Er, der Sohn Gottes, tot, am Ende, er kann längst nicht mehr. Viele seiner Freunde können auch nicht mehr.
Sie haben sich verflüchtigt, sind abgehauen, überall hin. Und manche von ihnen sind in die freiwillige Angstquarantäne gegangen, haben sich zurückgezogen, sich isoliert. Doch drei können noch. Sie lassen sich von der Angst nicht schrecken. Sie lassen sich vom Tod nicht schrecken. Niemand kann ihre Freiheit rauben. Hast du das Öl? Ja, okay, dann los. Gemeinsam, nebeneinander, versunken in ihren Gedanken, gehen sie zum Grab. Es ist kalt, aber weniger kalt als gedacht. Sie wollen ihrem Meister und ihrem Freund die letzte Ehre erweisen. Sie wollen ihn salben. Ihn, der wenige Tage vorher hingerichtet worden ist, der kaltgestellt worden ist. Aber er, Jesus, hat zumindest noch ein Grab. Viele andere Hingerichtete werden ja einfach nur irgendwo verbuddelt. Und so haben diese drei Frauen einen Ort, einen Erinnerungsort, an den sie gehen können, um Jesus zu zeigen, was er für sie, für ihr Leben bedeutet hat. Die drei Frauen bleiben, um zu gehen. Was wird sie erwarten? Es ist ein Stein. Es ist ein großer Stein. Es ist ein schwerer Felsklotz. Dieser Felsklotz steht zwischen Jesus und ihnen. Unmöglich für die drei Frauen, diesen Felsklotz zu beseitigen. Unmöglich für sie. Sie brauchen einen Steinbeweger. Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft. Sie brauchen jemanden, der diesen Stein, diesen Felsklotz wegrollt, damit sie wieder zu Jesus kommen können. So mag es auch vielleicht in deinem Leben sein, weil zwischen Jesus und dir steht da ein Felsklotz. Ein riesengroßer Stein von allen möglichen Gedanken, die du hast, von allen möglichen Enttäuschungen, von all dem, was du denkst, wie Jesus zu sein hat. Diesen Stein, der dir den Zugang zur Hoffnung und Freude verstellt? Ist da ein Stein, der dich vom Leben trennt? So schwer, dass du ihn niemals selbst entfernen kannst. Doch die drei Frauen lassen sich von diesem Klotz nicht abhalten. Sie wissen nicht, wer ihr Problem lösen wird. Sie wissen nicht, wer ihnen hilft. Sie wissen nicht, ob das alles irgendwie gut ausgehen wird. Aber sie gehen. Einen Schritt vor den nächsten. Und so stehen sie dann vor dem Grab. Doch die drei Frauen lassen sich von diesem Klotz nicht abhalten. Sie wissen nicht, wer ihr Problem löst. Sie wissen nicht, wer ihnen hilft. Sie wissen nicht, wie es ausgehen wird. Doch die drei Frauen gehen los und setzen einen Schritt vor den anderen Schritt. Sie gehen hin und sie suchen Jesus. Und dann gehen sie durch den Garten und sie gehen an den Pinien vorbei und sie haben den ersten Blick auf das Felsengrab und der Stein ist weg. Es geht ihnen bis durchs Mark. Sie entsetzen sich, heißt es im biblischen Text. Der Stein weg. So stehen die drei vor dem Grab. Der Stein weg, das Felsengrab offen. Was nun? Kurzes Zögern. Ihre Frauen schauen sich an und dann gehen sie hinein. Dorthin, wo sie Jesus vermuten. Da sitzt ein Mann. Es ist nicht Jesus.
Im Bericht von Markus über Jesus steht dann: Der junge Mann aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da ist kein Jesus mehr. Da ist niemand mehr, an dem man glauben könnte in diesem Grab. Im Angesicht des Grabes ist alles ein Ich kann nicht mehr. Da ist kein Heute, da ist kein Hier und Jetzt, da ist kein Morgen, da ist nur gestern. Da ist nur ein leeres Grab. Da ist nur Leere in meiner Seele, in meinem Inneren. Und vielleicht geht es dir genau so auch an diesem Ostertag. Ich kann nicht. Das große Ich kann nicht. Völlig unfrei ist der Mensch am Grab. Das, was du noch kannst, was der Mensch noch kann, ist trauern. Es bringt die Frauen fast um. Es zerreißt sie fast. Und dann diese Worte des jungen Mannes. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Jesus lebt, er ist euch vorausgegangen und ihr werdet ihn finden. Geht dem Lebendigen nach. Suchst du Jesus immer noch bei den Toten? Suchst du das Leben immer noch auf den abgegrasten und längst abgestorbenen Äckern? Suchst du das Leben vor der Krise? Suchst du immer noch das bessere Leben, was es vielleicht irgendwann mal in deinem Leben gab? Lebst du immer noch zurückorientiert an das, was war? Und hoffst dir von dort her Glück für dein Heute und für dein Morgen? Dass du endlich die alten Themen wieder abarbeiten kannst, wie du vielleicht in diesen Tagen deine alten Fotos sortiert hast? Glaube nur, du kannst viel mehr. Der auferweckte Jesus wird all diese Klötze, all diese Hindernisse, all diese Steine wegnehmen. Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Suche Jesus. Er wird dich finden. Es ist nicht an dir, all die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wenn du dich aufmachst, Jesus zu suchen, dann hat er sich schon längst aufgemacht, dich zu finden. Das ist die Botschaft von Ostern heute Morgen für dich. Dass deine Steine längst entfernt worden sind, dass sie vielleicht noch in deinen Gedanken oder Vorstellungen vorhanden sind, aber Jesus hat längst alles weggeräumt, was dich von Jesus hindern könnte. Jesus sieht dich. Dann gehe hinein zu Jesus, dort, wo du ihn vermutest. Und du wirst überrascht sein, dass Jesus dir dort begegnet. Vielleicht ganz anders, als du es dir bisher gedacht und vorgestellt hast. Fange an mit einem kurzen, zögerlichen, vielleicht ganz leise gesprochenen Gebet. Wenn da jemand ist, dann zeige dich mir an diesem Ostern. Spüre deinem Herzen nach. Spüre nach, was da vielleicht ist, was der Geist Gottes dir gerade jetzt in diesem Augenblick dort zeigt. Und dann hörst du es vielleicht für dich ganz persönlich, heute Morgen an Ostern. Du brauchst nicht zu erschrecken. Du suchst Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist nicht von gestern, er lebt im Hier und Heute, er lebt jetzt. Er, der Gott, der will, dass du lebst. Du kannst mitten in der Angst zuversichtlich leben. Im Reich Gottes gibt es kein Du kannst nicht mehr. Es gibt bei Gott kein Ding ist unmöglich. Der Stein ist weggerollt. Selbst der Tod ist besiegt. Und so wird dieses Ostern dein Leben heute und bis in Ewigkeit auf den Kopf stellen. Du bist
so frei. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir beten. Gebet ist kraftvoll und kann Dinge verändern. Wir werden uns gleich eine Minute Zeit nehmen, um für drei verschiedene Bereiche zu beten. Der erste Bereich ist Freunde und Familie. Vielleicht gibt es wen in deinem Umfeld, der gerade ganz besonders Gottes Beistand braucht. Wir wollen besonders an die denken, die gerade krank sind und in einer besonderen Notsituation sind. Wir dürfen Gott diese Menschen bringen. Zweitens für unsere Stadt. Suchet der Stadt Bestes. Wir wünschen uns, dass Gott Gifhon segnet. Wir dürfen Gott die Anliegen unserer Stadt bringen. Und drittens für die Welt. Gott liebt diese Welt. Wenn du gerade eine konkrete Situation oder ein Land auf dem Herzen hast, darfst du das gerne Gott bringen. Amen. Was mir Hoffnung macht, dass in uns Menschen Mitgefühl veranlagt ist und dass wir es in diesen Zeiten neu entdecken. Meine Hoffnung ist, dass wir einen allmächtigen Vater haben, der jeden von uns kennt und jeden sucht und jeden liebt und der eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben möchte. Das gibt mir ganz viel Freude und ganz viel Hoffnung. Meine Hoffnung macht sich am Wort Gottes fest. Seit Ostern gilt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist eine verlässliche Botschaft und darauf baue ich. Spielende Kinder, die unbekümmert aus dem Augenblick heraus leben, sie sorgen sich nicht um morgen. Und wenn ich trotz meiner Angst den Blick emporrichte und weiß, ich bin nicht allein. Was mir Hoffnung macht in dieser Zeit ist, dass in meiner Schwäche Gottes Stärke liegt und ja, dass ganz egal, wie klein oder schwach ich mich fühle, ich weiß, dass Gott groß und stark darin ist und dass er alles zum Guten kehren wird und dass ich einfach in seinem Schoß so geborgen bin. Hoffnung ist, wenn man weiß, dass Jesus jeden Tag bei uns ist, auch wenn uns Angst befällt, wenn unser Alltag sich so drastisch verändert hat, wenn man auch manchmal um den Job bangt oder sich zu dolle Gedanken macht, weiß man, dass ja, alles in Gottes Hand ist. Der Frühling ist für mich ein absolutes Hoffnungszeichen. Und ich bin mir auch total sicher, dass Gott am Ende das letzte Wort hat. Was mir Hoffnung gibt, ist, dass Gott immer gut ist. Selbst wenn sich alles um mich herum verändert, bleibt mein Gott der gleiche. Und ich kann diese Gewissheit haben, dass am Ende immer Jesus der Sieger sein wird. Denn für ihn ist nichts unmöglich. Er hat selbst den Tod überwunden. Mir macht es Hoffnung, Gutes zu tun, für Menschen und für die Natur da zu sein. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Es ist schön, sie begegnen zu können. Mir gibt Hoffnung zu wissen, dass egal was passiert, man nie tiefer als in Gottes Arme fallen kann. Hallo ihr Lieben. Ja, meine Hoffnung ist, dass wir nächstes Jahr Ostern keine Masken mehr tragen müssen. Und dass wir bald Lucys Einsegnung nachfeiern können mit ja, einem leckeren Essen, was mein Team und ich dann kochen werden für euch. Und die größte Hoffnung ist natürlich Jesus Christus, dessen Stammbaum ich hier habe, der uns einen neuen Himmel, neue Erde versprochen hat und das ewige Leben und dass er meine Schuld vergeben hat. Tschüss! Feiert ihn. Feiert
Gott ist so gut. Ich bin dankbar, mit ihm unterwegs sein zu dürfen und für all das Gute, was er in meinem Leben bewirkt. Ja, ich kann. Ich kann Segen weitergeben. Wir haben heute die Möglichkeit, auch mit unseren Finanzen Segen weiterzugeben. Wir wollen heute Spenden sammeln für den christlich-psychologischen Beratungsdienst in Gifhorn. Dort wird hilfesuchenden Menschen einen Raum gegeben, wo sie ihre Frage, Nöte und Sorgen zur Sprache bringen können. Ihnen wird dabei mit Respekt und Wertschätzung begegnet. Ihnen wird Beistand gegeben und Sie werden befähigt, Ihr Leben neu zu gestalten. Ihr könnt eure Spenden an die Bankverbindung unserer Gemeinde senden. Und die Details zur Bankverbindung und den Verwendungszweck findet ihr unten in der Infobox. Danke. Ja, jetzt wollen wir unser Osterlicht entzünden. Ihr habt es ja bei euch jetzt vor dem Tisch liegen. Ich hoffe zumindest, dass ihr eine Kerze bekommen habt oder dass ihr sonst noch eine Kerze in eurem Haushalt gefunden habt. Das Osterlicht erinnert uns daran, dass das Licht von Jesus mit uns geht und dass wir in diese Welt ein Licht tragen wollen. Ein Licht, ein Lichtschein von Gottes Güte und Liebe und von Gottes Hoffnung. Seht, das Osterlicht brennt. Und nun spricht Lucy den Ostersegen für uns. Ich bete zu Beginn noch. Jesus Christus, wir feiern heute Ostern und das ist so ein großer Grund zur Dankbarkeit. Danke, dass du auferstanden bist und danke, dass du uns alle schon im Blick hattest, als du den Tod besiegt hast, Herr. Danke, dass diese Tatsache alles in unserem Leben ändert, weil du uns annimmst und uns befreist. Und danke, dass wir heute wie an keinem anderen Tag sehen können, wie sehr du uns liebst. Und so segne ich dich mit der Auferstehungskraft Jesu Christi. Er erfülle dich mit seiner Botschaft, mit seiner Hoffnung, mit seiner Nähe und mit seiner Kraft. Und ich wünsche dir, dass du in dem Osterlicht Wärme und Friede findest. Amen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen, Kommentare oder Anmerkungen hast, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter info@efg-gifhorn.de. Wenn du ein Gebetsanliegen hast oder Hilfe in einer schwierigen Situation brauchst, kannst du dich gerne an die E-Mail-Adresse seelsorge@efg-gifhorn.de wenden. Beide E-Mail-Adressen findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Wir freuen uns, von dir zu hören. Gott bewahre dich in seinem Frieden. Bis bald. Das ist natürlich wieder.